Ich. Clank, ich habe Ratchet gesehen. Auf Savali. Wirklich? Wie geht es ihm? Gut. Dünner als ich dachte. Aber insgesamt heldenhaft. Doch ich schweife ab. Deine Möglichkeiten warten darauf, dass du sie zum Metaterminal leitest. Meine Möglichkeiten können bei so viel Wind nicht dadurch. Gibt es eine Möglichkeit, sie zu beschweren? Das ist eine schwere Kugel. Sie beschwert jedes Objekt, das sie berührt. Was offensichtlich klingt, wenn man es laut ausspricht. Und was steht denn jetzt in deinem Buch? Die aktuellste Sammlung des Wissens im Universum. Von meinem Vater katalogisiert. Und wer ist das? Ich glaube, du kennst ihn als den Klempner. Er ist dein Vater? Was macht er jetzt? Ich bin Klempner vom Vero. Urlaub. Jetzt habe ich das Sagen und ich gebe mein Bestes. Aber es ist viel Verantwortung. Selbst wenn das Universum nicht in Gefahr ist. Kommst du zu dem Titel Prophet? Ja, der stammt nicht von hier. Die Savali-Mönche nannten mich so, nachdem ich ihnen bei ein paar Archiventschlüsselungen geholfen habe. Was bedeutet das? Oh, nur eine Menge zeigen und Dinge sagen wie... Das ist doch klar. Das ist ein Kirchhuzan, ein terraklonisches Liebesgedicht. Dann laufen die aber da dagegen. Lauf, Frodo, lauf! Owen! Ich hoffe, ich störe dein Vorankommen nicht. Aber ich glaube, du kannst noch mehr Kugeln finden. Ja, aber wo? Da oben ist eine. Bringt das was, wenn wir dagegen laufen? Ich glaube nicht. Die Kugel bekomme ich dann nicht mehr raus. Vielleicht bin ich auch nur blind. Ein Blind! Wenn ich etwas anmerken dürfte, vielleicht wäre es hilfreich, das Gebiet nach weiteren Kugeln zu durchsuchen. Weißt du was? Warum wir gern? So viel gibt's dann immer. Was schenke ja nur? Deswegen Kugeln? Und vielleicht fällt ja mal noch runter. Yeah.
Jo. Ich bin kein Experte, aber ich denke, es könnten weitere Kugeln in der Nähe sein. Junge, willst du mich jetzt nerven? Ich will die Kugel haben. Da oben ist auf jeden Fall eine Kugel. Aber wie gehe ich das runter? Alle Kugeln gefunden? Junge, ich häng hier schon, Leute. Da oben ist eine Kugel. Da kommen wir aber nicht hin. Irgendein Grund. Ich hoffe, ich störe dein Vorankommen nicht. Aber ich glaube, du kannst noch mehr Kugeln finden. Bringt aber auch nichts, oder? Die könnten ja da durchlaufen, machen die aber nicht. Ich habe keine Kugel, da welche. Ich will ihn nehmen, warum kann ich jetzt niemanden nehmen, Leute? Ja, endlich. Wenn ich etwas anmerken dürfte, vielleicht wäre es hilfreich, das Gebiet nach weiteren Kugeln zu durchsuchen. Ja, vielleicht. Oh, ziemlich schwere Kost. Rechts 1 nimmt man die, mit rechts. Rechts 2 nimmt man die. Kann mir die Säge weiterhelfen. Ich brauche die Kugel wieder. Tut mir leid. Jetzt sollte es passen. Hey,
Ihr habt nichts gesehen. Ich kenne mich da echt nicht mehr aus. Es ist interessant. Ratchet und Rivet sind dimensionale Gegenstücke. Und dennoch erstaunlich verschieden. Ratchet misstraute Roboter nicht, als er mich traf. Doch Rivet schon. Vielleicht ist eure Dimension die Ausnahme. Vielleicht mögen alle anderen Ratchets in ihren Dimensionen auch keine Roboter. Ich hoffe, ich störe dein Vorankommen nicht. Aber ich glaube, du kannst noch mehr Kugeln finden. Nein, ich kann aber vorerst mal runterfallen. Damit bleibt man schön auf dem Tipp. Okay. Erst wenn es weit unten ist, zählt es das Blut, was soll der Scheiß? Ja, trotzdem eine Plattform. Wenn ich etwas anmerken dürfte, vielleicht wäre es hilfreich, das Gebiet nach weiteren Kugeln zu durchsuchen. Ich hau dich gleich. Ich hau dir so eine in die Pappenmutter. Meines Geistes, der versucht, die Dimensionalität zu verstehen. Und je mehr ich ihnen helfe, ihren Weg zu finden, desto mehr verstehe ich und kann alles reparieren. Alles. Und jetzt? Warum können wir jetzt nicht mehr?
Nee, ich komme da nicht mehr rüber. Ja, ich habe hier aber noch eine Kugel hier. Gut, das ist mal besser hier. Wir haben noch eine Tempokugel und eine Schwerkugel. Blockiert den Weg, wenn ich sie nur irgendwie absenken könnte. Ja, absenken kann ich hier mit der Schwerkugel. Dann rennt die aber rein. Was ist für ein Scheiß hier? Schwerkugel. Ah, warte mal, vielleicht springen die dann darüber, wenn ich das hier rein tue. Und die hierher springen die ohne drüber. Habe ich denn noch für eine? Tempokugel. Ahaha! Ich hätte nie daran gedacht, die Kugel so zu benutzen. Ich schon. Denn ich bin irgendwas. Gott, eines noch, Leute, dann haben wir das. Und Rivet. Das gleich ist? Sie handeln beide sehr schnell. Anders als ich. Ich halte mich immer mit Einzelheiten auf. Und du wünschst dir, das zu ändern? Nicht immer. Aber es wäre schön, sich nicht so viel sorgen zu müssen. Gut. Dein Vorankommen nicht, aber ich glaube, du kannst noch mehr Kugeln finden. Nee, das hältst du an, das bringt mir gar nichts.
Scheiße. Nee, was geht's denn jetzt aus? Wenn ich etwas anmerken dürfte, vielleicht wäre es hilfreich, das Gebiet nach weiteren Kugeln zu durchsuchen. Junge! Schwerelos auf Abruf. So, Tempokugel. Ich weiß, wie ich dir bei deinem mit Einzelheiten aufhalten Problem helfen kann. Du musst nur zuversichtlich sein. Was meinst du? Eine Sache habe ich von meinem Vater gelernt. Für Erfolg im Leben musst du dich nur benehmen, als wüsstest du genau, was du tust. Und hab immer einen Pömpel dabei. Ein Pömpel. Was ist das jetzt für ein schwer? So, was bringt mir Schweres? Gar nichts. So, jetzt kommen die durch den Wind durch. Aber durch wieder aus, weil sie jetzt so schwer sind. Gut, weil die zu schwer sind, bringt mir das gar nichts. Jetzt sind sie so schwer, laufen da vorbei. Dann kriegt mir schon gar nichts. Ja, da kann sogar zwei rein. Ich weiß. So, ich habe jetzt zwei hier. Junge.
Halt mir weg, das bringt mir nichts. Muss ich irgendwie ausschalten? Nee, kann man nicht. Oh, da oben ist ja auch noch eine. Habe ich ganz vergessen jetzt. Das ist die Feder. Ja gut, dann hauen wir hier mal die Steine rein. Wo sind jetzt? Komm her da. Die Steine, das ist nicht gut. Jo, sehr schön. Da kann ich noch eine da. Jawohl! Yeah! Die Saar-Anomalie wurde behoben! Tolle Arbeit! Gott! Vielen Dank! Das sind die Sachen, die ich. Dank dir! Nicht so mag! Vergiss nicht! Zuversicht ist der Schlüssel! Ja! Kümmern wir uns um die Verstopfung! Ja! Ich hab unsere schlauesten Köpfe zum Rohr geschickt und sie sitzen fest. Geschafft! Die Hydraulik funktioniert wieder. Das Rohr neigt zum Biegen. Problem behoben. Jetzt müssten wir den Aufzug nutzen können. Bohren wir endlich nach Phasenquarz. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich ein bisschen gebraucht habe, bis ich durch die Rätsel durchkomme, aber es ist ganz gut gelaufen, glaube ich. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye, Leute.